Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand 1:0 für den VfL. Ich begrüße an diesem Ostersonntag die hier anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie unsere Zuschauer und Gäste in den Bereichen VIP-Treff Nordtribüne der Stadtwerke Bochum Lounge und die Defense im benachbarten 1848. Selbstverständlich geht der Gruß auch an unsere Gäste aus dem Frankenland, insbesondere an die Verantwortlichen der Spielvereinigung. Deren Trainer Janusz Radoki sitzt hier ebenfalls neben mir wie Gert-Jan Verbeek für den VfL. Und wie immer gebührt dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Radoki, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, ich denke, wir haben heute von der Leistung nicht das abrufen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben die ersten 18 Minuten, denke ich, sehr, sehr ordentlich begonnen, haben eigentlich volle Spielkontrolle gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Bochum nicht annähernd irgendeine Torchance. Aber sie haben es auch clever gemacht, sie haben uns das Spiel überlassen, haben gewartet, bis wir einen Fehler machen, haben dann eben versucht, auch umzuschalten und dann haben wir ihnen diesen Gefallen auch wunderschön gemacht und dann dieses Tor wunderbar auch vorbereitet, hätten aber danach im Anschluss bestimmt noch 75 Minuten, glaube ich, ungefähr dann nur Zeit gehabt, dieses Spiel zu drehen. Haben dann vor allem in der ersten Halbzeit viel zu langsam gespielt, im Ballbesitz geringe Spielgeschwindigkeit gehabt, erster Kontakt nicht vernünftig mitgenommen, sehr häufig die erste Linie angespielt und so dann Bochum immer wieder zu schnellen Umschaltmöglichkeiten eingeladen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein Tick besser, aber ohne wirklich dann Durchschlagskraft in der Vorwärtsbewegung zu bekommen, einfach aufgrund dieses langsamen, behäbigen Spiels. Ja, und so kam dann diese Niederlage auch heute wieder zustande. Im Endeffekt war der Spielverlauf total identisch mit dem letzter Woche gegen Kaiserslautern. Und von daher ist es auch wichtig, um ein Zweitligaspiel zu gewinnen, muss man alles mit 100% angehen. Ja, und im Augenblick fehlt von allem ein bisschen was, ein bisschen weniger Pressing, ein bisschen weniger Umschaltspiel, ein bisschen weniger Ballkontrolle, ein bisschen weniger Genauigkeit. Ja, und unterm Strich ist es dann so schwer, in der zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen. Und daran gilt es jetzt in der kommenden Woche zu arbeiten, dass wir das nächste Woche gegen Dresden dann wieder so machen, wie wir es von uns selber auch gewohnt sind, wie wir es gegen Braunschweig gezeigt haben, gegen Stuttgart und so weiter. Ja, und da freue ich mich drauf, dass wir da nächste Woche das dann besser machen werden. Danke. Vielen Dank. Gert-Jan, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, es ist eigentlich, kann ich nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Schon wochenlang haben wir gute Leidenschaft, gute Einstellung, Mentalität super, aber wir haben uns nicht belohnt. Obwohl wir sehr wenig weggegeben haben, die letzten Spiele, war heute auch das unsere, eigentlich unsere Qualität, dass wir wenig weggeben. Ja, und eigentlich haben wir dann ein bisschen Glück dazu bekommen, bei das erste Tor, ein Fehlpass beim Gegner. Das haben wir dann super ausgespielt. Johannes war, glaube ich, froh, dass Thomas Eichfeld mitgekommen wäre, dass er den Ball noch abspielen könnte. Und in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich weitergemacht. Wir wussten, Greuther Fürth wird kommen, weil die werden natürlich auch probieren, hier zu punkten. Die wissen, dass das auch möglich ist. Dann wussten wir auch, dass die Räume größer werden am Ende des Spiels. Und das hatten wir eigentlich besser ausspielen können. Einige Male haben wir es gut ausgespielt, haben wir auch unsere Chance gehabt. Aber leider nicht das zweite Tor gemacht. Und dann ist bis Ende spannend. Und dann ist die Entladung sehr groß, wenn man das Spiel dann gewinnt mit 3 Punkten. Ja, in die Art und Weise, wie es geht, in die zweite Liga. Danke.